Herzlich willkommen zur Kundgebung Wir haben Platz, Moorea. Ich darf euch sehr herzlich begrüßen im Namen von Zusammenhalt Niederösterreich und Fairness Asyl. Und wir freuen uns sehr, dass ihr gekommen seid, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Und der Anlass dieser Kundgebung ist die katastrophale Situation der Flüchtlinge in Moorea bzw. jetzt in Kara Tepe. Wir finden, und das ist unsere Forderung und auch unsere Botschaft von dieser Kundgebung, dass die Landesregierung Niederösterreich und auch der Bund die Flüchtlinge von den Inseln evakuieren sollte, die Flüchtlinge aufnehmen sollte und für Niederösterreich und für Österreich insgesamt die Flüchtlingshäuser öffnen soll für die Flüchtlinge, die in katastrophalen, schwierigen, unbeschreiblichen Umständen auf der griechischen Insel Lesbos leben müssen. Mein Name ist Gundi Dick, ich bin Aktivistin von Zusammenhalt Niederösterreich und ich darf Sie durch die Kundgebung führen. Und ich mache das in Vertretung von Elisabeth Glatzer, sie ist die Initiatorin von Zusammenhalt Niederösterreich und sie ist nachdem in Quarantäne, es geht ihr gut, ihr Sohn wurde positiv getestet und insofern ist sie heute nicht da. Sie schickt aber ganz herzliche Grüße und wäre sehr gerne dabei, sehr gerne, und es wird eine andere Gelegenheit wohl wieder geben. Sie ist in Quarantäne wegen Corona und das ist auch ein Stichwort für uns hier. Wir nehmen Corona ernst, wir sind hierher gekommen, gleichzeitig nehmen wir Corona ernst. Wir bitten euch oder uns, Masken zu tragen und einen Meter Abstand zu halten. Das sind die Auflagen für Demonstrationen und Kundgebungen und wir hoffen, dass wir dadurch dann sicher gesund bleiben. Wir haben überlegt, ob wir diese Kundgebung eben aus den Gründen Corona und das Attentat in Wien, ob wir diese Kundgebung machen sollen, und wir haben uns dann dafür entschieden. Und wir denken, dadurch, dass ihr gekommen seid, ist das eine Bestätigung für uns, dass wir richtig entschieden haben. Und gestern habe ich und vielleicht auch ihr im Standard einen Nachruf gelesen auf eine Frau, die bei dem Attentat am Montag zu Tode kam. Diesen Nachruf hat ihre Schwester geschrieben. Und sie gibt der Verstorbenen, sie heißt Gudrun P. oder nur Gudrun, sie gibt ihrer Schwester ein Gesicht. Und dieser sehr berührende Nachruf soll vielleicht als Einleitung dienen für diese Kundgebung. Denn Irmgard, so heißt die Schwester, die über ihre Schwester Gudrun berichtet. Irmgard sagt in ihrem Nachruf, der übertitelt ist mit "Leg die Waffen weg und setz dich her zu mir", sagt sie einiges über ihre Schwester, die ermordet wurde. Sie sagt, Gudrun war eine Vermittlerin. Sie hat sich für Schwächere eingesetzt. Sie war engagiert im Schutz von Gewalt, von Frauen vor Gewalt. Sie war eine große Verfechterin der Toleranz, schreibt die Schwester Irmgard. Gudrun hätte gesagt, würde sie noch leben, dass Wut, Hass, Ausgrenzung, Gewalt niemals Teil einer Lösung sein können, aber dass sie sehr oft Teil des Problems sind. Sie hätte gesagt, erinnern wir uns doch selber, wie schwierig es war, in jungen Jahren unseren Weg zu finden und dass wir eigentlich Glück hatten, immer Menschen um uns zu haben, die uns Wege gezeigt haben, die anders als Gewalt begangen werden können. Meine Schwester, sagt Irmgard, nützt unsere Anteilnahme jetzt nichts mehr. Aber sie weiß, Gudrun würde euch bitten, also uns hier oder alle, eure Anteilnahme den Lebenden zu geben, die sie brauchen. Sie würde euch, wo immer es euch in eurem Umfeld möglich ist, bitten, grenzt nicht aus, sondern integriert, beantwortet Aggression nicht mit Aggression, sondern mit einem deutlichen Stopp, so nicht.
und dann bietet Hilfe an. Das heißt, die Schwester der Ermordeten ruft uns auf: Wenn ihr meiner Schwester und ihr Andenken ehren wollt, dann bitte ich euch alle, nicht mit Hass und Ausgrenzung zu reagieren. Das würde alles, wofür sie gestanden ist, gelebt hat und eingetreten ist, mit Füßen treten. Mit diesen, also wenn Sie den selber nachlesen wollen im gestrigen Standard, mit diesem sehr berührenden Nachruf, der auch länger ist, würden wir euch gerne einladen, eine Schweigeminute abzuhalten für die Ermordeten beim Attentat in Wien, aber auch für die vielen Toten und Ermordeten, die aufgrund von Krieg, Attentate zu Tode kommen. Und wir sollten zum Beispiel derer gedenken, die vor 14 Tagen diese 24 Schülerinnen in Kabul im Zuge eines Attentats zu Tode gekommen sind. So, wir möchten euch gerne einladen, eine Schweigeminute abzuhalten für diese Verstorbenen. Vielen Dank. Für die heutige Kundgebung haben wir Rednerinnen eingeladen, die allesamt im Bereich Asylpolitik, im Bereich Unterstützung für Geflüchtete, im Bereich eine humanere Flüchtlingspolitik einzuführen, aktiv sind. Diese Rednerinnen, also es sind fünf, ich darf als erste dieser Rednerinnen Jutta Lang bitten. Sie ist von Zusammenhalt und von Fairness Asyl und sie wird uns berichten über die Arbeit von Fairness Asyl. Bitte sehr. Dankeschön. Diese Schuhe, die hier stehen, sind symbolisch je ein Paar für Menschen, die bei uns Schutz finden könnten. Säuglinge werden von Ratten gebissen. Wir erleben Suizidversuche und vollzogene Suizide von jungen Kindern. Markus Bachmann von Ärzte ohne Grenzen erzählt von einem Lager auf Lesbos, nicht Moria 2, dort ist es noch schlimmer. Dort gibt es keine ärztliche Versorgung. Mitten in der Epidemie werden Erkrankte zum Beispiel einfach mit der Stacheldraht weggesperrt. Die erschütterten Bilder aus Moria, die Zelte ohne Boden, der Schlamm, in dem alles versinkt, das unzureichende Essen, das ist durch die Medien gegangen. Seit das alte Lager abgebrannt ist, konnten die Menschen dort nicht ein einziges Mal warm duschen. Es gibt keine Duschen. Sie waschen sich, ihre Kinder, ihre Kleider im Meer. Aber jetzt kommt erst der Winter, jetzt kommt erst Kälte, jetzt kommen Stürme, jetzt kommt die Nässe. Es kann doch nicht sein, dass wir in Europa im Jahr 2020 geflüchtete Menschen, die schon so viel Furchtbares durchgemacht haben, in Dreck und Elend sterben lassen und dabei zuschauen. Es kann doch nicht sein, dass wir hinnehmen, Elendslager hinter Stacheldraht als Abschreckung zu tolerieren. Ein paar Decken medienwirksam nach Athen zu fliegen, ist übrigens zynisch und sinnlos. Gleichzeitig stehen in Niederösterreich Unterkünfte leer, für die wir sogar Miete bezahlen. In Steinhaus am Semmering könnten fast 200 Menschen Schutz finden. Die monatliche Miete dafür beträgt 45.000 Euro monatlich für ein leeres Haus. In Korneuburg könnten 25 Geflüchtete sofort ein warmes Bett, ein Haus haben. Monatlich zahlen wir dafür 37.000 Euro an Privat. Lesbos ist eine humanitäre Katastrophe auf europäischem Boden, die sich lange angebahnt hat. Wir können jetzt nicht einfach wegschauen. Die Politik und vor allem Bundeskanzler Kurz sind jetzt gefordert und am Zug, damit wir unseren moralischen Verpflichtungen nachkommen können. Österreich hat schon einmal gezeigt, dass wir zusammenhalten und dass uns vieles gelingt.
Denn viele Geflüchtete sind heute unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Kollegen und sogar Familienmitglieder. Und sie geben das mehrfach zurück, was sie an Unterstützung bekommen haben. Zahlreiche Gemeinden, Initiativen, Organisationen, Ehrenamtliche stehen auch jetzt bereit, Geflüchtete aus Griechenland aufzunehmen. Die Struktur und das Know-how sind da. Wenn wir jetzt handeln, dann haben wir die Chance, Männer, Frauen und Kinder von den griechischen Inseln in koordinierter, geordneter Form aufzunehmen. Wir können kontrollieren, wer aufgenommen wird. Wir können die Schutzbedürftigkeit feststellen, die Identitäten. Und wir können genau nachvollziehen, wo diese Menschen untergebracht werden und wer für sie verantwortlich ist, wie ihre Aufnahme in Österreich strukturiert abläuft. Das wäre Hilfe mit Herz, Hirn und Vernunft. Es geht um ein paar tausend Leute. Das sind etwa so viel wie früher bei einem großen Fußballmatch als Zuschauer. Also für jeden Staat ganz leicht machbar. Österreich hat sich in Verträgen und Abkommen zum Schutz der Menschenrechte verpflichtet. Der Umgang mit Geflüchteten ist der Lackmustest einer Demokratie. Denn schlussendlich steht unser aller Rechtsanspruch auf dem Spiel. Wir richten daher gemeinsam mit über 100 kirchlichen und zivilgesellschaftlichen Organisationen aus Österreich und aus ganz Europa einen dringenden Appell an die Spitzenpolitiker und Verantwortlichen. Wir fordern die unverzügliche Evakuierung der Flüchtlingslager und Hotspots aus Griechenland, Aufnahme der Menschen in die Länder der EU, um eine humanitäre Katastrophe, die durch Covid noch verstärkt wird, zu verhindern. Europa muss schnell handeln und in einem Notfalleinsatz die Geflüchteten in geeignete Unterkünfte bringen. Auch Österreich muss hier Verantwortung zeigen und kann nicht tatenlos zuschauen. In Moria werden die Menschenrechte mit Füßen getreten. Wir werden Zusammenhalt Niederösterreich und Fairness Asyl eine Petition an den Bürgermeister, Abgeordneten zum Nationalrat Hans-Stefan Hintner und den Möhlinger Gemeinderat richten, sich für die Aufnahme von Schutzbedürftigen aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln auszusprechen. Wir fordern, Möhling ist bereit, vulnerable Personen aus den griechischen Inseln aufzunehmen. Die Gemeinde Möhling ersucht die Bundesregierung, bestehende staatliche Strukturen für die Unterbringung zu nutzen und die Bereitschaft zivilgesellschaftlicher Netzwerke und Bürgerinnen wahrzunehmen. Diese Erklärung wird auf der Homepage der Stadtgemeinde veröffentlicht. Denn Solidarität ist nicht teilbar und wir haben Platz. Vielen Dank für diesen Beitrag. Wir fordern das schon lange und ich weiß nicht, was wir tun müssen, damit das gehört wird. Das ist ein Beitrag hier und er möge zu einer veränderten Politik beitragen. Der nächste Beitrag unserer Kundgebung kommt von Pater Franz Helm. Er ist Rektor in St. Gabriel. Er ist ein konsequenter, engagierter, humanistischer Mensch, der sich sehr stark in der Flüchtlingspolitik in der Vergangenheit oder in der aktiven Aufnahme in St. Gabriel engagiert hat. Er ist jetzt derzeit in Quarantäne. Es geht ihm aber offenbar gut, also keine Sorge. Und er hat uns eine Grußbotschaft geschickt, die wir jetzt abspielen werden. Bitte, Fredo. Ich begrüße alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Kundgebung, alle Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen, hier vom Missionshaus St. Gabriel, wo ich in Quarantäne bin, aufgrund von Corona-Fällen hier bei uns, möchte ich eine Grußbotschaft für die Kundgebung machen. Es ist gefragt worden, was sagt die katholische Kirche zu diesem Thema, nämlich, dass Menschen
in Moria oder sonst wo in Flüchtlingslagern auf den Mittelmeerinseln festsitzen und nicht weiter können, dass sie unter unmenschlichen Bedingungen dort eingepfercht sind. Ich erlebe jetzt hier, dass ich bestens versorgt bin, dass ein Gesundheitssystem in diesem Land da ist, wenn ich krank bin, das mich versorgt. Für diese Menschen in den Lagern gilt das nicht. Wir haben Platz hier in unserem Land. Das zeigen die vielen Menschen, die sich versammeln, die anbieten, Städte, Gemeinden, Menschengruppen. Wir haben Platz. Menschen möchten wir aufnehmen. Menschen, die viele Kilometer nicht wie ich auf guten Straßen gegangen sind, sondern geflüchtet sind, um in Sicherheit zu kommen und in Würde zu leben. Ja, was sagt die katholische Kirche dazu? Gerade vor kurzem hat Papst Franziskus ein Schreiben über die weltweite allgemeine Geschwisterlichkeit veröffentlicht, Fratelli Tutti. Und da schreibt er in der Nummer 118, die Erde ist für alle da, denn wir Menschen kommen alle mit der gleichen Würde auf die Welt. Und in der Nummer 121, niemand darf aufgrund seiner Herkunft ausgeschlossen werden und schon gar nicht aufgrund der Privilegien anderer, die unter günstigeren Umständen aufgewachsen sind. Auch die Grenzen und Grenzverläufe von Staaten können das nicht verhindern. Es ist nicht hinnehmbar, dass der Geburts- oder Wohnort schon von sich aus mindere Voraussetzungen für ein würdiges Leben und eine menschenwürdige Entwicklung liefert. So stehen wir in der Verpflichtung, diese Menschen aufzunehmen, die schon auf europäischem Territorium sind, die ein Recht haben, dass ihr Asylantrag behandelt wird. Die österreichischen Bischöfe haben nach dem Brand in Moria eine Stellungnahme abgegeben und sie schreiben, es gibt keine Alternative zur schnellen und systematischen Evakuierung der Asylsuchenden aus den griechischen Lagern. Selbstverständlich sind auch wir als katholische Kirche in Österreich wieder dazu bereit, ein angemessenes Kontingent von verzweifelten Menschen in unseren kirchlichen Einrichtungen und Räumen zu beherbergen. Unsere Regierung steht in der Verantwortung und in der Pflicht, dass sie ermöglicht, dass solidarische Menschen hier in Österreich Flüchtlinge aufnehmen, sie betreuen und ihnen bei der Integration zu helfen. Was wir gerade angesichts dieses Terroranschlags in Wien erleben, ist, dass da jemand, der radikalisiert wurde, mit ungeheurer Gewalt auf andere losgegangen ist. Warum passiert so etwas? Weil Menschen, die zu uns kommen, nicht die nötige Begleitung für die Integration erfahren. Wobei er ja selbst hier aufgewachsen ist. Er ist anscheinend in einem Sonderwelt da hineingeraten. Warum werden Menschen, die sich einsetzen für die Integration, für den Dialog mit Zuwanderern, warum werden sie systematisch demotiviert, indem ihre Schützlinge abgeschoben werden, indem es ihnen verunmöglicht wird, sich einzusetzen, ob sie das jetzt aus christlicher oder anderer Motivation tun? Diese Politik provoziert Verbrechen und dagegen müssen wir aufstehen und uns wehren. Ich wünsche der Kundgebung alles Gute. Das war der Beitrag von Pater Franz Helm, Rektor in St. Gabriel. Als nächste Rednerin haben wir Veronika Haschka gebeten. Sie ist Obfrau von Connect Mödling. Fünf Gründe, warum ich glaube, dass wir Menschen aus Moria aufnehmen müssen, aufnehmen sollen. Erstens, weil ich es in meinem Herzen fühle.
weil ich es einfach für richtig halte. Es ist einfach falsch, Menschen, die 2 Flugstunden von uns entfernt im Schlamm dahin vegetieren, Kinder, die nicht in die Schule gehen können, die nicht Kind sein dürfen, das entspricht mir nicht. In meinem Herzen weiß ich es ganz genau, dass das richtig ist, weil ich es fühle. Und ich lasse mich nicht verunsichern von Parolen wie, das ist aber ein Pull-Faktor und wir haben schon so viele aufgenommen. Das prallt an mir ab, weil ich selber es richtig finde, weil ich Mensch bin und weil ich so fühle. Zweitens, weil ich finde, dass wir Platz haben. Und wir haben diesen Platz, wir haben diesen Raum. Wir haben in der Jägerhausgasse früher mehr als 100 Menschen untergebracht. Wir haben in St. Gabriel ein leerstehendes Haus. Wir haben auch hier in Mödling Platz. Es gibt diesen Raum hier. Drittens, weil ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die die Flüchtlinge hier begleiten. Connect Mödling ist 2015 gegründet worden. Und seit 5 Jahren begleiten wir Menschen und wir machen das weiterhin. Wir begleiten sie zu den Arztbesuchen, wir geben ihnen Antworten auf Fragen zum Alltag, wir erzählen ihnen von uns und sie erzählen uns ihre Sorgen. Und wir sind für die da und schon seit 5 Jahren und weiterhin. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Menschen bedanken, die das auch tun. Viertens, weil es meine Werte sind und weil es auch die Werte Österreichs und die Werte der Europäischen Union letztendlich sind. Diese Werte, von denen so viel gesprochen wird, das ist Menschenwürde, Menschenrechte, Humanität. Die Europäische Union hat den Friedensnobelpreis bekommen. Ich finde, sie ist es nicht würdig, ihn zu bekommen, wenn sie jetzt nicht handelt und Menschen aufnimmt. Und diese Werte, Humanität, Menschlichkeit, das sind auch meine Werte und das entspricht mir. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass es richtig ist. Und fünftens, und das ist mir sehr wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass wir besonders im Kontakt, im direkten Kontakt mit Menschen lernen. Es ist etwas anderes, wenn ich es in der Zeitung lese, Menschen haben zu wenig Trinkwasser oder Menschen hungern, als wenn ich direkt jemandem gegenüber sitze, der mir das erzählt. Wenn ich meinen Burschen, den ich begleite, wenn er mir erzählt, ja damals in St. Gabriel, da habe ich einfach in der Nacht duschen müssen, weil das war für mich so etwas Besonderes, warmes Wasser zu haben, ja, dann ist das etwas, was ich direkt spüren kann. Durch die Globalisierung sind wir in Wirklichkeit zusammengewachsen, durch die Produkte, die wir kaufen, durch die Bilder, aber wir kapieren das nicht. Also ich habe das erst so richtig kapiert, dass wir auf einem Planeten leben, wie ich Menschen kennengelernt habe. Wie wir uns den Lebenswelten annähern dürfen, so wie Barbara das von uns einmal formuliert hat. Ja, ich wünsche euch allen, auch wenn die Partei, die ihr vielleicht gewählt habt, anders denkt oder die Menschen in eurem Bekanntenkreis anders denken, dass ihr auf das hören könnt, was euer Herz sagt. Und ich freue mich, dass so viele gekommen sind, denn das müssen wir in Relation sehen. Wenn wir heute 50 Menschen in Mödling sind, dann wäre das so, wie wenn 5000 Menschen in Wien zusammenkommen. In Relation zu unserer kleinen Stadt sind wir viele und ich bin überzeugt, wir sind eigentlich die Mehrheit in Österreich. Vielen Dank, Veronika Haschka, für diese eindringlichen Worte und für diese wahren Worte. Die nächste Rednerin ist eine Vertreterin von, es gibt viele Initiativen in Niederösterreich, wir wissen das gar nicht, wie viele es gibt, die sich in dem Bereich engagieren. Und eine dieser Organisationen heißt Seebrücke. Und diese Seebrücke versucht oder schafft sichere Häfen
für Flüchtlinge. Und Sasa Kreuzner, bitte ich um Ihren Beitrag als Vertreterin von der Seebrücke. Bitte, Sasa. Danke sehr. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, dass ich hier sprechen darf, neben all den großartigen Organisationen und Vereinen. Es sind keine einfachen Zeiten, in denen wir hier zusammenkommen. Das Jahr und wir geprägt von einer Pandemie, das Land erschüttert durch einen Terroranschlag vergangenen Montag in Wien und der Kontinent Europa nach wie vor eine Festung, seine Grenzen geprägt von Gewalt und Leid. Frontex und die griechische Grenzpolizei führen dort nachweislich illegale Pushbacks durch. Es gibt unzählige Berichte über die Gewalt der kroatischen Grenzpolizei. Mehrere Schiffe der zivilen Seenotrettung, ohne die Hunderten von unschuldigen Menschen der Tod am Mittelmeer droht, werden in Häfen festgesetzt. Und hier in Österreich fehlt nach Jahren der populistischen Hetze oft die Empathie und das Verständnis und der offene Zugang zum Thema Flucht. Und doch stehen wir hier vereint durch das gemeinsame Ziel, die abscheulichen Lagern auf den Inseln Griechenlands und den Außengrenzen der EU zu evakuieren und eine Asylpolitik zu fordern, die Menschen nicht dem Terror und dem Tod überlässt. Als Seebrücke Wien sind wir Teil einer internationalen Bewegung, die sich seit 2018 für sichere Fluchtrouten und die Aufnahme von geflüchteten Menschen einsetzt. Ausgehend von Deutschland, wo es mittlerweile über 160 solidarische Städte gibt, ist die Seebrücke mittlerweile in 5 verschiedenen Ländern und in Österreich durch Lokalgruppen in Innsbruck, Salzburg, Linz, Herzogenburg, Kasten, Vöcklabruck, Graz und Wien vertreten. Alle diese organisiert von Menschen aus der Zivilgesellschaft, die nicht mehr länger wegsehen konnten. Wir haben erreicht, dass sich 8 Bezirke in Wien sowie der Bezirk Gries in Graz und Herzogenburg in Niederösterreich zum sicheren Hafen erklärt und sich für die Aufnahme von geflüchteten Menschen und gegen die Kriminalisierung von ziviler Seenotrettung ausgesprochen haben. Von diesen Gemeinden wissen wir, dass sie sofort bereit wären, Menschen auf der Flucht aufzunehmen, sobald sich die Bundesregierung dazu bereit erklärt, wie viele andere Länder der EU ebenfalls Menschen aufzunehmen. In Wien arbeiten wir nun daran, die gesamte Stadt und Bundesland zum sicheren Hafen zu machen. In Niederösterreich, beispielsweise in Kasten und Dreismauer, gibt es seit einiger Zeit Gespräche mit PolitikerInnen des Gemeinderats. Und auch in Klosterneuburg gab es bereits gemeinsame Veranstaltungen und auch Gespräche mit PolitikerInnen des Gemeinderats. Etliche weitere Orte in ganz Österreich sowie das Land Tirol haben ihren Willen zur Aufnahme Geflüchteter in den letzten Monaten klar und deutlich ausgedrückt. Und solange die Zustände sich nicht ändern, werden wir gemeinsam mit allen Organisationen in dem Bereich alles daran setzen, dass wir endlich helfen können. Denn das neue Camp Karatepe aus Lesbos ist noch schlimmer, als es Moria war. Es gibt nicht genügend Sanitäreinrichtungen, es gibt keine Duschen. Die Zelte sind provisorisch, sie halten den Stürmen und den Regen nicht stand. So viele Kinder wachsen dort im Dreck auf. Den NGOs wird der Zugang verwehrt, andere Camps wie Pipka werden geschlossen, obwohl dort die Vulnerabelsten menschenwürdig untergebracht waren. Die immer wieder beschworene Hilfe vor Ort kommt nicht an. Und darüber hinaus baut sie die menschenunwürdigen Zustände nur weiter aus, anstatt sie zu beenden. Vor Ort, das heißt mitten in Europa, wo Camps voll sind mit Menschen, die hier rechtmäßig Asyl ansuchen und es nicht verdient haben, als Abschreckungsbeispiel einer rassistischen und zynischen Politik der EU zu dienen. Wenn wir vom Terror am Montag sprechen, dann sprechen wir nicht nur über Wien, sondern auch über den Anschlag auf eine Universität in Kabul am selben Tag, bei dem mindestens 24 Menschen, Studentinnen und Studenten, ermordet wurden. Es war in Kabul der 2. Anschlag innerhalb von 10 Tagen. Und ich möchte, wie vorhin schon, ebenfalls die Chance nutzen, diesen Opfern und auch den 4 Opfern von Wien im Montag zu gedenken. Denn wenn wir diese Tage von Mitgefühl sprechen, dann gilt das über die Landesgrenzen hinaus für alle von Terror betroffenen Menschen dieser Welt.
dann heißt das, dass wir verstanden haben, dass beispielsweise Afghanistan kein sicheres Herkunftsland ist und Abschiebungen dorthin zu stoppen sind. Dann heißt das, dass wir nicht Deals mit faschistischen Regimen wie das Erdogans eingehen, um der humanitären Pflicht der Hilfeleistung zu entgehen. Dann gilt unser Mitgefühl den armenischen Schwestern und Brüdern, den Kurdinnen und Kurden im Kampf gegen den Islamischen Staat und gegen die türkischen Nationalisten, den Gefangenen in den Lagern und denen auf der Flucht. Es gilt, den Terror zu bekämpfen und nicht die Menschen, die darunter bereits zur Genüge gelitten haben. Wenn wir dieser Tage darüber sprechen, dass wir uns von Hass nicht spalten lassen, dann meinen wir damit auch, standhafter gegen eine rassistische Politik einzustehen, die seit Jahren den Hass schürt, durch Hetze auf Plakaten, in Regierungsprogrammen und den Medien. Da meinen wir damit auch, uns klar gegen Faschismus zu positionieren, gemeinsam dagegen zu stehen, wenn 3 Tage nach dem Attentat in Wien rechtsradikale Gruppen genau dort zu einer Demonstration aufrufen. Wenn wir darüber sprechen, dass uns Hass nicht spalten soll, dann müssen wir das momentane Asylsystem und die österreichische Politik des Wegsehens als das betiteln, was sie sind: rassistisch und spaltend. Und da müssen wir gemeinsam einen anderen Weg, den der offenen Herzen und den der Freundinnenschaft gehen. Denn unsere Solidarität ist und bleibt nicht flexibel. Deshalb stehen wir trotz aller Umstände heute hier vereint in dem Ziel, jene Menschen, die vor Krieg und Terror, Armut und Perspektivenlosigkeit ihre Heimat verlassen mussten und nach Europa geflüchtet sind, ein sicheres Leben zu ermöglichen. Österreich ist hilfsbereit, hieß es in den letzten Tagen immer wieder. Im Ernstfall halten wir zusammen. Helfen wir, wo wir können, reichen uns die Hand. Reichen wir die Hand auch endlich den Menschen auf der Flucht, an den Grenzen, in den Lagern auf den griechischen Inseln. Und reichen wir die Hand auch all jenen, die nach dem schrecklichen Attentat am Montag noch mehr unter Traumata, Ausgrenzung und Anfeindungen leiden müssen. Österreich hat nicht nur Platz, Österreich hat Herz. Zusammenhalten, das heißt, die Lager zu evakuieren und dem Terror ein Ende zu setzen. Schaffen wir sichere Häfen, schaffen wir sichere Gemeinschaften und eine sichere Welt für alle, lassen wir Mödling ein Teil davon sein. Danke. Vielen Dank, Sasa Kerzner. Mögen all diese Reden ein bisschen nachwirken, also ich möchte das für mich in Anspruch nehmen, denn da werden sehr gute, gescheite, weise Dinge gesagt und die sehr berührend sind, finde ich. Unsere letzte Rednerin oder vielmehr die letzte geplante, es gibt dann noch die Möglichkeit für die eine, den einen oder anderen, das Mikrofon als offenes Mikrofon zu nutzen. Für die letzte eingeladene Rednerin möchte ich so vorstellen, es hat sich im Oktober eine Initiative gegründet, die heißt Courage, Mut zur Menschlichkeit. Diese Initiative wurde von der Schauspielerin Katharina Stemberger gegründet und diese Initiative hat Plätze in Österreich gesucht und gefunden, die ebenfalls, die sicher sind. Und sie hat eine Landkarte erstellt und da sind ganz schön viele Plätze, die für Flüchtlinge offen wären. Ich freue mich sehr, dass die Koordinatorin von Courage, Mut zur Menschlichkeit hier ist bei uns und dass sie unserer Einladung gefolgt ist. Und ich bitte Saira Bilakovic zum Mikro. So, hallo und vielen Dank für die Einladung und einen schönen Nachmittag euch allen. Ich freue mich besonders, heute hier zu sein. Wenn ich hier in Mödling stehe, kehre ich eigentlich zu den Wurzeln zurück. Ich wurde nämlich mit meiner Familie im Sommer 1992 als Geflüchtete aus Bosnien und Herzegowina in Maria Enzensdorf aufgenommen.
Ein Jahr später sind wir nach Mödling umgezogen. Meine österreichische Heimat ist hier, ist genau hier. Heute, nach 27 Jahren Erfahrung in der Flüchtlingsbetreuung, stehe ich hier für Courage, Mut zur Menschlichkeit und möchte unsere Initiative auch in Mödling öffentlich vorstellen. Die Initiative Courage, Mut zur Menschlichkeit ist mit dem Ziel, Menschen aus den griechischen Lagern zu retten, entstanden. Zu den Initiatorinnen zählen, wie Gundi gesagt hat, die Schauspielerin und Filmproduzentin Katharina Stemberger, Markus Bachmann von Ärzte ohne Grenzen, Judith Kohlenberger, österreichische führende Migrationsforscherin und einige weitere sehr gute Menschen, die den Mut haben, menschlich zu sein. Die Situation in den Lagern an der EU-Außengrenze ist in den letzten Jahren durchgehend fürchterlich. Dort leben Menschen, die vor demselben Terror geflüchtet sind, den wir Anfang dieser Woche in Wien erleben dürfen. Der Unterschied zu uns ist es aber, dass sie in ihren Ländern keinen Schutz und keine Hilfe erfahren. Wir haben am letzten Montag für uns Unfassbares erlebt. Aber wir haben ebenso erlebt, dass wir funktionierende Schutz- und Hilfssysteme haben. Ich spreche hier von der Polizei, von Rettung, von Justiz, von der Regierung, unserem Präsidenten und dem Bundesheer, die innerhalb von Minuten in ihren Funktionen reagiert haben. Ich spreche hier aber auch von unserer Zivilgesellschaft, die gesund ist, von Menschen, die vor Ort waren, aber auch von jenen, die es von zu Hause miterlebt haben. Alle sind eins gewesen. Alle haben mitgeholfen, wie es nur konnten. Und sei es, ihren Liebsten zu kontaktieren und zu fragen, wie geht es dir? Bist du eh in Sicherheit? Liebe Mitbürgerinnen, der Ausnahmezustand am Montag hat mich an den Beginn des Krieges in Bosnien und Herzegowina erinnert. Sehr stark erinnert. Der Krieg in ehemaligen Jugoslawien hat genau so begonnen. Plötzlich waren die Straßen blockiert, man hat nicht rausgehen dürfen. Ein paar Jugendliche haben eine Handgranate in einem Kaffeehaus hochgehen lassen. Und so hat sich die Situation immer weiter zugespitzt, bis viele unschuldige Menschen ums Leben kamen oder physisch und psychisch verletzt wurden. Ich muss zugeben, dass mich der Amoklauf von Montag nach so vielen Jahren intensiver Bearbeitung meiner eigenen Fluchtgeschichte voll erwischt hat und auch zu einer Retraumatisierung geführt hat. Es hat sich wieder wie damals angefühlt. Dieselbe Angst ist wieder hochgekommen, die gleichen Reaktionen. Schnell meine Familie kontaktieren, sich zu Hause verbarrikadieren und vor Angst gesteuert hoffen, dass alles gut ausgeht. Zum Glück hat die Polizei den Täter, um es in ihrer Fachsprache auszudrücken, ausgeschaltet. Aber versucht euch vorzustellen, wie es ist, wenn es kein funktionierendes Schutzsystem gibt. Wenn man selbst ständig in absoluter Unsicherheit leben muss und jeden Tag beim Verlassen des Heimes eigene Familie so verabschiedet, als wäre es das letzte Mal, sie zu sehen. Weil man weiß ja nicht, ob an dem Tag, dort wo man tätig ist, wieder ein Angriff stattfindet, zum Beispiel. So leben viele ehrliche Menschen jahrelang. Und dann, wenn sie absolut keinen Ausweg aus der Situation sehen, entscheiden sich einige von ihnen für die Flucht. Meine liebe Landsleute, an den EU-Außengrenzen hausen tausend solcher Menschen oftmals seit Jahren unter unzumutbaren Bedingungen. Ein Drittel davon sind Kinder. Sehr oft erreichen uns Nachrichten, dass vermehrt Selbstmorde der Jugendlichen in den Lagern in Griechenland stattfinden oder täglich im Durchschnitt 10 bis 15 Babys wegen Rattenbiss von Ärzten ohne Grenzen behandelt werden müssen. Viele Kleinkinder in Karatepe, diesen Namen haben wir heute öfters gehört,
dem neuen Flüchtlingslager, das noch schlimmer ist wie Moria, im Stacheldrahtzaun hängen bleiben und sich schwer verletzen. Und die, die für mich persönlich die schlimmste aller Nachrichten einfach die Tatsache ist, dass auf dem Boden der Europäischen Union die internationalen Hilfsorganisationen wie UNHCR oder Ärzte ohne Grenzen eingesetzt werden müssen. Die Tatsache finde ich besonders erschreckend. Wir von der Initiative Courage, Mut zur Menschlichkeit können diese Missstände keine Sekunde länger hinnehmen und deswegen machen wir uns auf den Weg mit einem erklärten Ziel. Nicht weiter hinnehmen zu wollen, dass unsere Regierung, egal mit welchem Partner, uns alle tagtäglich zur Mittäterin macht, indem sie sich nicht an die Seite der willigen Staaten in Europa stellt und einen Beitrag leistet, indem wir Menschen aufnehmen. Und nur weil wir nicht alle retten können, heißt es nicht, dass wir niemanden retten sollen. In den letzten Jahren haben wir immer wieder gehört, Österreich sei über den Maßen belastet worden. Wir konnten nicht noch mehr leisten. Liebe Mitbürgerinnen, der Leistungsgedanke hat nichts mit Nächstenliebe und Erste Hilfe zu tun. Wir hier, die Hilfsbereiten, sind viele. Wir sind eine große Bewegung, weitaus größer, als es uns selber bewusst ist. Wir von der Courage haben mit unserer Startkampagne der Landkarte der sicheren Plätze vor 2 Wochen 3.188 sichere Plätze für Menschen aus den griechischen Lager identifiziert. Und das sind bei Weitem noch nicht alle, sondern nur der Anfang. Wir möchten diese Landkarte ergänzen um die Landkarte der Menschlichkeit. Vollständig erheben, wie viele Menschen sich in diesem Bereich engagieren. Bei euch, bei uns, in den vielen Initiativen, Organisationen, Kommunen, Vereinen im Land. Darum wollen wir uns mit euch vernetzen. Wir wollen einen couragierten Schirm über unser Land aufspannen, einen Schirm, der Mut zur Menschlichkeit widerspiegelt und unter dem alle in eurer Einzelartigkeit und Vielfalt Platz habt. Ich bin, wie Gundi bereits gesagt hat, Koordinatorin für Netzwerkpartnerinnen der Initiative Courage, Mut zur Menschlichkeit. Bitte spricht mich nachher an oder schreibt mir einfach. Die E-Mail-Adresse dafür ist netzwerkpartner@courage.jetzt. Wir würden uns freuen, als Partner oder Unterstützer auf unserer Webseite euch setzen zu dürfen und wir wollen gemeinsam Aktionen mit euch starten. In den Sozialmedien, aber auch auf den Straßen und Plätzen in diesem Land. Zum Beispiel hätten wir gerne Videobotschaften von und mit euch. Videobotschaften, die alle mit gleichem Appell enden. Lassen Sie uns bitte Leben retten. Herr Bundeskanzler, bitte besuchen Sie unsere Webseite www.courage.jetzt. Vielen Dank, Saira Bilakovic, für diesen schönen Beitrag. Wichtigen Beitrag, informativen Beitrag, berührenden. Ich möchte nun gerne so noch ein paar Minuten, wenn ihr das so lange aushält in der Kühle, das Mikrofon sozusagen freigeben und euch einladen, wer etwas sagen will, könnte das tun. Vielleicht nicht allzu lang, aber doch auf den Punkt gebracht, eine Botschaft geben. Ist das der Fall, dass jemand was sagen will? Ja. Ja, schönen Nachmittag, liebe Freunde. Mein Name ist Albert Hirl, Flüchtlingsnetzwerk Berchtoldsdorf. Seit 2015 bin ich ohne Unterbrechung Deutschlehrer in diesem Flüchtlingsnetzwerk. Ich möchte euch etwas über die Insel Lesbos erzählen. 2016 war ich mit meiner Partnerin als ganz normaler Tourist im September 2016 zu Gast. Schon damals war das Lager Moria total überfüllt, mit der Auswirkung, dass der Tourismus schon 2016
nahezu zusammengebrochen war auf Lesbos. Das bedeutet, dass die Spaltung der griechischen Inselbewohner rasant fortgeschritten ist. Nämlich, es gibt zwar Millionen von Olivenbäumen auf Lesbos und Lesbos ist eine wunderschöne Insel, aber ansonsten, außer dem Tourismus, gibt es keine Einnahmequellen für die griechischen Bewohner. Und das ist noch weiter fortgeschritten. Der Tourismus ist inzwischen, soweit ich weiß, komplett zusammengebrochen. Das bedeutet auch, dass die Spaltung der griechischen Gesellschaft noch weiter vorangeschritten ist. Es gibt nur noch ganz wenige Unterstützer der Flüchtlinge bei den griechischen Inselbewohnern, weil viele einfach ihre Lebensgrundlage verloren haben durch den Zusammenbruch des Tourismus. Und dem ist einfach entgegenzuwirken. Die Spaltung der Gesellschaft darf nicht so weitergehen, besonders nicht in Griechenland. Wenn das Lager Moria aufgelöst würde und die Menschen von dort zumindest aufs Festland transportiert würden, könnte diese Insel wieder eine Zukunft haben. So ist das eben leider nicht der Fall. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Stefan Glaser, mein Name. Ich bin von den Jungen Linken Niederösterreich. Ich bin selber auch in Mödling geboren. Wohne jetzt zwar schon eine Zeit lang nicht mehr hier, aber auf jeden Fall einen großen Bezug zu Mödling auch. Und ich möchte mich auch relativ kurz halten, weil ich finde, es ist schon sehr viel Gescheites gesagt worden. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, das, was in Moria und auf Lesbos passiert, das sind keine Zufälle, das sind keine Unfälle, das sind politisch gewollte, unmenschliche Taten, wo Politiker und Politikerinnen auch ganz klar dahinter stehen und das quasi deren Werte vertritt. Und ich finde, vor ein paar Jahren hat das Yannis Varoufakis aus Griechenland relativ gut auf den Punkt gebracht. Ich würde ihn kurz zitieren. Und zwar hat er gesagt, 2015 war das, in einem Zeit im Bild-Interview, wenn Leute kommen auf einem brüchigen Schiff oder Schiffbrüche, die im Meer herumtreiben, dann nimmst du ein Tuch und wickelst sie ein und rettest sie. Wenn du das nicht machst, dann verdienst du nicht, dass man dich als Mensch bezeichnet. Danke. Den letzten Beitrag vielleicht? Ja, es ist fast weniger ein Beitrag als eine Einladung. Danke. Ich freue mich hier so viele engagierte Menschen zu sehen und ich selber bin bei Extinction Rebellion aktiv und wenn man bedenkt, dass enorm viele Menschen schon wegen klimatischen Bedingungen auch auf der Flucht sind, denke ich, arbeiten wir an sehr ähnlichen Dingen. Daher vielleicht, wer sich vorstellen kann oder wer interessiert ist an Extinction Rebellion, ich freue mich sehr, wenn man auf mich zukommt, ganz einfach. Danke. Es ist auch vom 20. bis 26. eine Zeit, wo wir offene Versammlungen veranstalten werden, wo alle Bürgerinnen willkommen sind, ihre Vorschläge oder Forderungen einzubringen, die wir von Mödling, aber auch von Österreich fordern. Und da können genauso diese Forderungen, die hier besprochen werden, Platz finden. Und wir wollen die gern mittransportieren und auch schriftlich übergeben, quasi an Gemeinden. Aber es wird auch weltweit gesammelt, was aus einzelnen Orten an Forderungen kommt. Und das wird dann global in eine Übersicht gebracht und auch zur Verfügung gestellt für Politik und alle, die es interessiert. Okay. Als Abschluss unserer Kundgebung zuerst mal großen Dank an euch, an uns, dass wir hier sind und im Übrigen die Reden hörend, was ist zu tun? Ich denke, ich möchte gerne wieder zurückkommen auf den Anfang, auf diesen Nachruf. Also die Verstorbene Gudrun hat doch gesagt, sie wird zitiert von ihrer Schwester, hat doch gesagt, wir müssen mit Leuten reden. Und wir, die wir hier stehen, sind ja eigentlich like-minded. Also wir, das, was wir gehört haben, da waren sicher neue Gedanken drinnen, aber wir wissen auch schon einiges. Und was müssen wir tun? Ich denke, es ist notwendig, dass wir mit anderen Menschen reden. Also es geht daran nicht vorbei, dass wir
auf diese Weise mehr Breite bekommen. Also das ist das, was unsere Hausaufgabe ist, die irgendwie nicht, die unumgänglich ist. Soweit. Unser letzter Akt der Kundgebung, wir haben ja schon einige Kundgebungen gemacht als Zusammenhalt und am Schluss haben wir dann immer mal We Shall Overcome gesungen. Das war immer ganz schön, zumindest uns hat es gefallen. Und jetzt gebe es die Einladung an euch, dass wir das wieder gemeinsam singen. Und nachdem wir ja alles ein bisschen improvisiert machen müssen, haben wir ja heute keine tolle Musik, sondern wir müssen da selber jetzt lautstark. Aber eben der Pater Franz Helm und Emanuel Huemer, auch ein Pater, die haben das mal bei einer anderen Kundgebung gesungen und das werden wir wiedergeben und da könnten wir einsetzen. So wäre unsere Überlegung gewesen. Wollen wir das mal so probieren? Ja. Wir singen jetzt zum Abschluss noch. Unsere Schuhe nicht vergessen und die auch wieder mitnehmen, so ihr sie weiter verwenden wollt, und wir werden uns wiedersehen.